Herzlich willkommen euch hier im Raum, in der Samuel-Hahnemann-Schule, die Online-Schüler und die Facebook-Gucker. Herzlich willkommen. Heute ist Ferrum Metallicum, zweiter Vortrag. Und wir haben ja eine Zeit gehabt der Ferien. So, das waren 6 Wochen. In der Zeit hat Ferrum gewirkt. Und ich hoffe, bei all denen, die mit im Feld waren. Es kommen noch ganz viele rein. Wir müssen mal ein bisschen warten noch, bis die sich gesetzt haben und ruhig sind. Und wie es gute Sitte ist an diesem Hause, möchte ich auch diesen Vortrag widmen und mich bedanken. Und diesmal ist es mir ganz leicht gefallen, 2 Menschen zu wählen, bei denen ich mich von Herzen bedanken möchte und denen ich diesen Vortrag widmen möchte. Das ist Alan Irmgard und Gabriela. Beiden habe ich sehr viel zu verdanken. Mit beiden mache ich hier im Hause die Liebeskunde. Und sie haben mir viel gezeigt, was Fokus angeht. Danke Irmgard, danke Gabriela. Ferrum Metallicum. Als ich begonnen habe, mich ja schon vor den Ferien damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, naja, was so ein bisschen will, habe ich ja auch. Also ein bisschen hat das was mit mir zu tun, aber jetzt so viel, jetzt irgendwie nicht. Ja, dem kann ich heute nicht mehr so ganz zustimmen. Ferrum hat eine ganze Menge mit mir zu tun. Und Ferrum kann sich eigentlich recht gut entscheiden, wenn es denn gesund ist. Und in diesem Vortrag war es so, ich könnte euch jetzt 3 Unterrichtseinheiten erzählen, ohne Pause zu machen, über Ferrum. Aber ich musste mich dann entscheiden, wo lehne ich denn den Fokus hin? Wo geht es hin? Das ist mir recht schwer gefallen. Bis gestern Abend wusste ich noch nicht so richtig, wo geht es denn hin? Welche Version meiner Ausarbeitung nehme ich denn? Ich habe mich dann heute Morgen für eine entschieden und damit bin ich auch gut. Vor ungefähr 10 Jahren, als ich noch in einem Haus gelebt habe mit ein bisschen Land dran, hatte ich viel zu tun, ich hatte viele Tiere, ich hatte eine Frau, ich hatte Hunde, Katzen, Hühner, Ziegen und einen Holzofen im Haus. Und meine Lieblingsbeschäftigung war Holzhacken, von Frühjahr bis zum Herbst. Ich habe das wirklich sehr gerne, Holzhacken. Die hatten einen Wald und ich musste dann erstmal den Baum fällen, die Äste befreien, durchsägen, Holz hacken, aufstapeln. Das war eine wirklich Beschäftigung, die mir richtig Freude gemacht hat. Und auf einmal mache ich den Fernsehen an und da lief tagtäglich eine Sendung, fast 10 Stunden am Tag, und die hieß Timbersports. Das war dann meine Lieblingssendung. Und da zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt, um so ein bisschen das Gefühl von Ferrum hierher zu bringen. Not with the frequency we've seen from before, but he's got a solid hit, and he moved over to the other side of that underhand chop, blocked very quickly as well. But New Zealand is through, and now it's the butter baby cutting through that big block so quickly, Jason Wynyard for New Zealand. And for Poland, we have Christian Kaczmarek. He is solid, but not quite in the realm of Jason Wynyard and Adam Lowe. Big Adam Lowe, holy man, did he ever get through that first side quickly?
And now moving over to the other side, Poland is in tight, but it's going to be New Zealand with a 52.05 time. And that is unbelievable. The time for Poland is looking very good. One more hit. Oh man, almost under the minute mark, and he just took too many big blows. 105.46. Das war so ein kurzer Ausschnitt von einem Wettbewerb. Zwei Länder, mehrere Disziplinen, wer ist der Schnellste? Bei diesen Wettbewerben war für mich das Auffälligste die Frauen, die geschrien haben. Das ist noch sehr leise. Ich wollte euch eigentlich, aber ihr müsst euch vorstellen, die haben geschrien im Publikum. Die Frauen haben geschrien vor Begeisterung dieser Männer. Fand ich toll, ich habe das dann auch mal versucht, aber es war dann nicht mein Sport. Das sind nur Männer, das gibt es nicht als Frauen, nicht, dass es mir bekannt ist. Es gibt Weltmeisterschaften und ich war dann vor 10 Jahren ungefähr bei den ersten Weltmeisterschaften, die auch hier in Deutschland oder deutsche Meisterschaften, die hier in Deutschland ausgetragen. Das war irgendwie südlich von München, natürlich in Bayern, bei Jovaren. Es war unbeschreiblich. Da hat es nach Testosteron gerochen, als ich da rein bin in diese Halle. Und im Publikum saßen 65% nur Frauen. Toll. Und die Männer da vorne haben da das Holz bearbeitet in einer Weise und gedacht, wenn die bei mir Holz hacken würden, wäre ich in 2 Monaten durch. Also, ne? Toll. Männer und jubelnde Frauen. Fand ich toll. Was ist das von Pferden? Das ist der Wille. Ich hatte eben in der Einführungsrunde schon gesagt, ich habe meinen Fokus gefunden, den Willen, mich zu fokussieren mit Pferden. Mein großes Ziel zu erreichen. Und rechts und links gibt es nichts, außer geradeaus hin zum Ziel. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Nichts kann mich ablenken. Selbst meine geliebte Homöopathie habe ich fast 7 Wochen völlig, das war nicht mehr existent. Es gab nur Zielrichtung, AP-Prüfung, Oktober. 10 Stunden lang. Und es hat mir nichts ausgemacht. Es war Freude. Die letzten Jahre habe ich mich eher gequält. Aber das war Freude. Freude, dass ich gemerkt habe, ich komme meinem Ziel immer näher. Unbeschreiblich. Ich kenne das früher vom Sport. Das hatte ich fast verdrängt. Abgrenzung ist das nächste Thema bei Pferden. Liebe Julia, wenn ich das so sagen darf, du hast eben in der Einführungsrunde gesagt, ach, ich wollte gar keinen Menschen. Das ist Ferrum. Ferrum mag keine Gesellschaft. Mag nicht Gesellschaft, Menschen auch, nee, nicht so unbedingt. Und Ferrum ist auch klar in der Aussage, bis hierher und nicht weiter. Ferrum ist das nächste Schlagwort für mich, Handlung. Ferrum kommt in die Tat. Ferrum ist ein Macher. Er tut. Und für mich eines der größten Dinge, die ich bei Ferrum gelernt habe, Ferrum hat Mut und auch den Mut zu versagen. Den Mut, dass es schief gehen kann und trotzdem zu machen. Verteidigung, Ferrum. Wir kennen schon ein Mittel, was gerne verteidigt. Das haben wir schon gehabt im letzten Jahr. Staphylsagria. Aber Staphylsagria macht es aus einem anderen Grund. Verteidigung ist für Ferrum eine Ideologie folgen, die Treue zu einer Ideologie und die verteidigen. Gleich kommen wir dazu, da haben wir noch Dede Lacaninum, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Verteidigung, ein großes Thema
Ferrum will kämpfen. Kampf. Natürlich auch Wettbewerb. Hier die Männer, die gegeneinander antreten, heute nicht mehr mit dem Schwert, sondern wer ist der Schnellste im Durchsägen eines Stammes. Fairness und Ehrlichkeit. Ganz wichtig für Ferrum. Erlebt. Ich selbst habe das erlebt. Ich war jetzt nicht an dem Kampf beteiligt, aber ich habe es gesehen und ich erinnerte mich, als ich mich jetzt vorbereitet habe. Zwei Männer in der Kneipe, es ging natürlich um eine Frau, die gingen raus. Die haben sich sehr wahrscheinlich geprügelt, nämlich als sie wieder reinkamen, hatten sie beide eine blutige Nase. Und dann ging der eine zum anderen hin und sagte, alles wieder gut. Und der andere war ganz verdutzt. Das ist Ferrum. Ferrum, da prügelt man sich und hinterher sagt man, komm, lass uns was trinken. Fairness. Ich habe es erlebt, auch bei mir selber natürlich, auch bei Patienten, die dann kommen und sagen, also mir geht es heute nicht gut, machen Sie das mal weg. Und immer wieder, auch bei mir selber, mir geht es nicht gut, schreibe ich Arne. Arne, du, da ist gerade akut irgendwas. Hast du da eine Idee für mich? Und Ferrum sagt, also erstmal halte ich das mal aus und guck mal, was dann passiert. Nicht für jeden, ich sag mal, Kleinigkeit, jemanden suchen, mach mal weg. Mach, dass es mir wieder gut geht. Sondern erstmal gucken, wie gehe ich damit um? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Solidarität. Ferrum ist natürlich innerhalb von 3,5 Millisekunden auf 180. Das geht ganz leicht. Weil er hat ein Symptom, Widerspruch geht gar nicht. Widersprichst du einem Ferrum aspektierten Menschen, hast den Dreck am Hals. Obwohl er selber ein Widersprecher ist. Und da haben wir die Idee zur Lycopodium. Lycopodium, den fragst du, haben sie das Gefühl, dass sie Recht haben? Dann guckt dich ein Lycopodium-aspektierter Mensch an und sagt, das Gefühl? Nein, ich habe Recht. Ferrum sagt auch, er hat Recht. Aber Ferrum geht in die Konfrontation. Sofort. Und da ist ein 10-Jähriger, dem ist egal, ob es sein Kumpel aus der Schule ist oder sein Vater oder Opa oder Onkel. Da geht es in die Konfrontation und zwar sofort. Bei Lycopodium würde ich dann eher sagen, also Ferrum ist der Nahkämpfer, Lycopodium ist der Scharfschütze, der geht nicht in die Konfrontation. Der sitzt 1 Kilometer weit weg und schießt von da aus. Konfrontation. Ferrum sucht sie. Kann sie auch aushalten? Kann sie austragen, diese Konfrontation?